Österreich ehrt die Opfer des Anschlags außerdem mit einer dreitägigen Staatstrauer. In einem Sonderministerrat ist das am Vormittag beschlossen worden. Und jetzt am Abend hat es im Stephansdom einen Trauergottesdienst für die Opfer des Anschlags gegeben. Unter anderem mit dabei Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz. Mit ihm bin ich jetzt live verbunden. Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Ein Ziel des islamistischen Terrors ist es ja, die Gesellschaft zu spalten, Anti-Islamismus zu schüren oder Ressentiments zu befördern. Das ist ja schon ansatzweise auch hier in Österreich durch den Terrorismus außerhalb unseres Landes gelungen. Warum sind Sie jetzt so sicher, dass das nicht in diesem Fall gelingt und der Terror ein Stück weit zumindest sein Ziel erreichen könnte? Ja, wir werden sicherlich nicht zulassen, dass dieses Ziel erreicht wird. Wir werden nicht zulassen, dass unsere Gesellschaft gespaltet wird. Es ist kein Kampf der Muslime gegen die Christen oder der Migranten gegen die Österreicher, sondern es ist ein Kampf von uns allen gegen die Terroristen und es ist auch ein Kampf von uns allen gegen die dahinterliegende Ideologie, nämlich den Islamismus, den radikalen Islamismus, der schon vielerorts in Europa Leid und Schrecken angerichtet hat, jetzt auch bei uns in Österreich. Man kann ein bisschen den Eindruck gewinnen heute, dass die Politik gerade dabei ist, bei sich selbst oder in der Verwaltung jedenfalls, in der österreichischen, die Schuld zu suchen. Stichwort zu frühe Entlassung des Attentäters aus der Haft, aus einem österreichischen Gefängnis oder keine rechtzeitige Aberkennung der Staatsbürgerschaft. Auch da ist ja schon ein Verfahren gelaufen. Aber sind nicht genau das die rechtsstaatlichen Errungenschaften, die es in Österreich gibt, die Terroristen diskreditieren wollen? Und wenn wir da jetzt schon darüber diskutieren, ob da was falsch gelaufen ist, gehen wir da nicht in diese Falle der Terroristen gleich hinein? Naja, ich glaube, man muss Schritt für Schritt vorgehen. Zunächst einmal, was die Schuldfrage betrifft, es gibt genau einen Schuldigen und das ist der Attentäter. Das war ein barbarischer, feiger, islamistischer Terroranschlag auf die Republik Österreich, auf unser Lebensmodell, auf unsere freie Gesellschaft, auf unsere Demokratie und auf zahlreiche Opfer, die ihr Leben verloren haben und viele, die schwer verletzt worden sind. Das ist das Erste und das Allerwichtigste. Und das darf uns weder ins Wanken bringen noch schwach machen, sondern es muss unsere Entschlossenheit fördern, gegen diese Terroristen und ihre Ideologie anzukämpfen. Und zum Zweiten ist es natürlich immer richtig, darüber nachzudenken, was kann man noch besser machen und was ist vielleicht schiefgelaufen. Bei der Frage, was ist gut gegangen, würde ich gerne ein ganz, ganz großes Danke der Polizei sagen, allen Spezialeinheiten. Das war ein beeindruckender Polizeieinsatz, der da gelungen ist. Es gab einen Notruf und 9 Minuten später konnte der Verdächtige, der Terrorist, durch einen Schuss eines Wegerbeamten zur Strecke gebracht werden und das Attentat beendet werden. Und insofern ein großes Danke an die Polizei, aber auch an alle Menschen, die einen Beitrag geleistet haben, Rettungskräfte genauso wie Zivilisten, die Handyvideos hochgeladen haben und die Polizei bei den Ermittlungen unterstützen oder Verwundete versorgt haben. Und zum Dritten, gerade gesagt ja, Herr Leitner, muss ich Weil Sie jetzt gerade gesagt haben, die Schuld liegt natürlich beim Täter selbst, der diese Tat begangen hat, stellt sich die Frage, was wäre denn anders gewesen, wenn dieses Staatsbürgerschaftsaberkennungsverfahren schneller gegangen wäre oder die Deradikalisierungsüberprüfung bei der vorzeitigen Entlassung anders gegangen wäre? Die Schuld wäre ja trotzdem bei ihm gelegen. Daher noch einmal die Frage, warum heute gleich solche doch rechtsstaatlichen Instrumente in Frage gestellt werden? Ich wollte Ihre Frage gerade beantworten, Herr Leitner. Der dritte Punkt neben der Schuld des Täters, neben dem exzellenten Polizeieinsatz, ist natürlich schon, dass man sich die Frage stellen muss, funktionieren unsere Mechanismen, um die Bevölkerung zu schützen? Und wenn Sie mir jetzt die Frage stellen, was wäre anders gewesen, wenn der Täter nicht entlassen worden wäre aus der Haft, die Frage kann ich Ihnen ganz einfach beantworten, dann hätte dieser Terroranschlag so nicht stattfinden können. Insofern war die Entscheidung, dass dieser Täter freigelassen wurde, definitiv falsch mit dem heutigen Wissensstand. Und daher ist es auch notwendig, aufzuklären, warum wurde diese Entscheidung so getroffen und passen unsere Mechanismen auch, um Terroranschläge in der Zukunft abzuwehren.
auch eine 22-monatige Haftstrafe, zu der er verurteilt wurde. Und wenn er sie zur Gänze abgesessen hätte, hätte vielleicht nicht zur Läuterung beigetragen und ihn von dieser Tat abgebracht. Daher stellt sich natürlich schon die Frage für viele Menschen, was gelingt denn da nicht bei der Integration, wenn Menschen, die hier leben, so gar keine Loyalitäten mit dem österreichischen Staat haben? Also zunächst würde ich einmal gerade am heutigen Tag davor warnen, jetzt pauschal zu urteilen. Es gibt sehr viele Menschen, die nach Österreich zugewandert sind und die sich gut in Österreich integriert haben. Es gibt viele Menschen mit Migrationshintergrund, die einen wesentlichen Beitrag in unserem Land leisten. Und ja, es gibt nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa Personen, die in den Kampfeinsatz ziehen wollen, im Irak, in Syrien, für den Islamischen Staat dort kämpfen wollen und dann danach teilweise zurückkehren oder wie dieser Täter an der Ausreise gehindert werden, eine Haftstrafe zum Teil absitzen und danach hier einen Terroranschlag begehen. Und das muss natürlich verhindert werden. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die Solidaritätsbekundungen vieler anderer Regierungschefs, von Emmanuel Macron angefangen bis hin zu vielen anderen in der Europäischen Union. Aber ich habe die Telefonate auch genutzt, um mit den anderen Regierungschefs zu besprechen, dass wir meiner Meinung nach auf europäischer Ebene noch entschlossener hier agieren müssen. Der Kampf gegen den Terrorismus muss gemeinsam europaweit geführt werden und es muss vor allem auch die Ideologie dahinter bekämpft werden, denn es ist ja nicht dieser Terrorist vom Himmel gefallen, sondern da muss es Menschen gegeben haben, die ihn verführt haben, da muss es Menschen gegeben haben, die ihn radikalisiert haben, ganz gleich, ob in einer Moschee oder im Internet, egal wo das stattfindet, das müssen wir bekämpfen. Denn es ist nicht nur der Terror ein Problem, sondern auch die ideologische Grundlage, die das Gift ist, von dem dann Terrorismus und Gewalt ausgeht. Das hat ja im weitesten Sinn auch mit Integration zu tun, was einst ja auch Ihr Kerngebiet, Ihr Kernaufgabensgebiet in der Regierung war. Jetzt gibt es seit kurzem eine Dokumentationsstelle für den politischen Islam, die im Bundeskanzleramt angesiedelt ist. Warum ist es da nicht einmal gelungen, eine Brücke herzustellen mit den maßgeblichen Organisationen, die islamische Vereine vertreten, also mit der islamischen Glaubensgemeinschaft? Warum gibt es da immer Vorbehalte auf beiden Seiten? Es gibt nicht immer Vorbehalte auf beiden Seiten, sondern ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, die selbst Muslime sind und die Terrorismus, radikales Gedankengut und Gewalt massiv ablehnen. Und es gibt andere, die jede Form der Kritik sofort als Islamophobie bezeichnen. Und ich glaube, dass unser Weg ein ganz eindeutiger sein muss. Wir müssen für ein friedliches Zusammenleben werben. Wir müssen jedem, der sich integrieren möchte, auch die Chance dazu geben, dass er sich integriert. Aber wir müssen gleichzeitig klar machen, unsere Grundwerte, die sind nicht verhandelbar. Und die Demokratie, der Rechtsstaat, die Gleichstellung von Mann und Frau, der Schutz des jüdischen Lebens in Österreich oder auch die Rechte von Homosexuellen, das ist etwas, das ist in Österreich nicht verhandelbar. Und dafür werden wir auch immer kämpfen, da werden wir auch wehrhaft sein. Aber haben Sie den Eindruck, da fehlt auf der anderen Seite gleichsam der Ansprechpartner, weil Sie gesagt haben, da gibt es welche, die sich sofort immer kritisiert fühlen. Die islamische Glaubensgemeinschaft ist jene, die diese Dokumentationsstelle beispielsweise ablehnt. Schauen Sie, ich bin kein Freund von Pauschalierungen und insofern tue ich mir schwer, das jetzt so pauschal zu beantworten. Ich halte es für wichtig, dass wir eine Dokumentationsstelle politischer Islam im Bundeskanzleramt in dieser Regierung eingerichtet haben. Ich halte es für wichtig, dass wir uns genau anschauen, welche Fehlentwicklungen gibt es in unserer Gesellschaft und wie können wir dagegen vorgehen. Denn nur den Terroranschlag zu verurteilen, das alleine ist zu wenig. Wir müssen uns schon bewusst sein, dass es innerhalb der Europäischen Union Tausende junger Menschen gibt, die radikalisiert sind, die mit dem Islamischen Staat sympathisieren, die ihn unterstützen und von denen natürlich ein gewisser Prozentsatz gewaltbereit ist. Und da ist Integration nicht die richtige Antwort, sondern da braucht es ein entschlossenes Vorgehen der Exekutive und auch die notwendigen Sanktionen für diese Menschen, damit wir in Sicherheit leben können. Ich bin froh, dass die Polizei gleich unmittelbar nach dem Terroranschlag auch aktiv geworden ist. Es haben mittlerweile 14 Verhaftungen stattgefunden im Umfeld des Täters. Wir sind auch in Kontakt mit der Schweiz, mit Deutschland und anderen Ländern, wo es vielleicht Verbindungen gab.
damit wir hoffentlich, wenn es hier Hintermänner, wenn es hier Helfer gibt, diese genauso ihrer gerechten Strafe zuführen können. Weil Sie sagen, solche Netzwerke zu bekämpfen, ist nicht nur Aufgabe oder gar nicht Aufgabe von Integration, sondern natürlich von Schritten der Exekutive. Dafür gäbe es unter anderem das BVT, das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Meinen Sie, dass die Abwehr solcher Taten jetzt schwieriger ist, dieses Amt geschwächt ist seit den Vorkommnissen, die letztlich zum Urausschuss geführt haben, Stichwort Hausdurchsuchung im BVT? Naja, nicht nur die Hausdurchsuchungen, sondern einige andere Vorgänge, auch die hier stattgefunden haben, haben das BVT sicherlich geschwächt. Ich bin dem Innenminister Karl Nehammer sehr dankbar, dass er sehr behutsam und vorausschauend eine gute Reform des BVTs aufgesetzt hat und hier eine bessere Aufstellung jetzt wieder möglich gemacht hat. Ich möchte aber an der Stelle auch unseren internationalen Partnern danken, die uns hier sehr wohl, sehr intensiv unterstützen. Von Israel über die USA bis hin nach Deutschland und Frankreich gibt es hier eine sehr, sehr enge Kooperation. Und ich habe mich heute auch bei den Regierungschefs bzw. anderen politisch Verantwortlichen persönlich bedankt für diese Unterstützung, die wir hier jetzt auch bei der Fahndung und bei den Arbeiten der Exekutive in den letzten Tagen erlebt haben. Herr Bundeskanzler, vielen Dank für das Interview in dieser Sendung. Danke vielmals.